I'm used to it all. Used to finding someone, then go losing it all. Tell them that I'm fine, don't you worry at all. Pick up my phone at 1 a.m. and now I'm sending a call. Caring less and less around me, all my time has been around you. Let you in, you told me not to, held your hand, I said I got you. Ocean in your eyes, I've been lost at sea. Drowning in my thoughts, it was you and me. And I can't seem to find a single silver line and tell you that I'm fine, I'm lying. A heart will never wait for time, and don't you get it, there's a reason I met you. You don't think that I get you? Ask me why I'm trying, cause I think that you're special, embedded in my mind. Only you, nobody else. So many times you said there's somebody else, but you still picked up my calls, you still replied to my texts. I went and made you a song, you said it made you a mess. Cause the cracks in your heart, it looked just like mine. You and I were broken around the same time. Beautiful smile with all the pain in your eyes. You have a okay, reicht jetzt auch mit epischer Gameplay-Kacke. Aber trotzdem, Leute, wie heftig war das Gameplay denn für mich, Alter? Ohne Spaß, Alter. COD 4. Beste. Und dann mache ich eine fucking böse Medaille, ja? Und dann nimmt es einfach nicht auf. Er nimmt es einfach nicht auf. Juckt ihn nicht. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einem Video vom Kanal. Mein Name ist Kinder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe das so heftig genuschelt gerade. Ah, heftiger als sonst irgendwie. Naja, heute wollte ich auf jeden Fall auf das Thema eingehen, welches Game ich am besten finde, Infinite Warfare oder COD 4. Und ganz ehrlich, ich weiß, es juckt keinen. Meine Videos guckt man nur, weil ich absolut scheiße laber. Aber keine Sorge, Leute, meine Scheiße ist nie im Video vertreten. Das war absolut nicht nötig. Naja, aber wie gesagt, nur ein ganz kurzes Meinungsvideo heute. Würde mich auf jeden Fall trotzdem freuen, dass ihr einfach für diesen Anfangs-Gameplay-Kack auch immer ein Like da lässt, weil ich fand das eigentlich vom Movement her eigentlich mega nice. Tut mir leid, dass die böse Medaille nicht aufgenommen wurde, aber ihr könnt euch ja denken, die 5 Kills da, easy. Ich persönlich dachte, dass ich Infinite Warfare richtig durchsuchten werde, weil, keine Ahnung, ich bin ein Fan von dem neuen Movement. Black Ops 3 macht übrigens jetzt auch einen kleinen Geheimtipp. Zum Glück habe ich keine großen Abonnentenzahl, aber ihr könnt Black Ops 3 jetzt echt mega heftig spielen. So viele Noobs unterwegs macht wieder richtig Spaß, weil die ganzen Schwitzer natürlich in Infinite Warfare sind und demnach finde ich auch zu. COD 4, das hatte ich sagen. Demnach finde ich COD 4 auch irgendwie viel geiler, weil das viel Slowpace ist. Man spielt es eigentlich nur Spaß. Man keiner geht auf Gameplays in COD 4. Wisst ihr, ich stehe manchmal 20 zu 19 oder so und ich habe Spaß an dem Spiel und das macht mich so unglaublich glücklich. No homo. Also wenn ich mal zocke, ich zocke nicht mehr so viel. Leider oder nicht, weiß ich eigentlich gar nicht. Also ich habe jetzt nichts dagegen an sich. Aber wenn ich mal zocke, dann habe ich wieder so Spaß am Zocken. Und das ist eigentlich recht befriedigend. No homo. Ansonsten schreibt eure Meinung auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare. Das ist eine recht subjektive und kurze Meinung von mir gewesen. Ich weiß, aber ich würde mich trotzdem über ein Like freuen. Und schreibt mir mal unten in die Kommentare ein paar Fragen rein, weil das nächste wird wieder so ein kleines Hashtag KKK. Für die, die es nicht kennen, ist mein FAQ. Und da wird es wieder richtig kreativ, da werde ich wieder richtig reinhauen, Leute. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem und ihr supportet mich. Lasst ein Abo da, folgt mir auf Instagram und so weiter und so fort. Ich habe euch alle lieb und Penis. Ich weiß, es ist ein kurzes Video. Aber ich hasse euch. Nicht. Alter, was hab ich denn für eine Scheiße? Tschüss. Tschüss.